In unserer Klausur beschäftigen wir uns mit dem wichtigen Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und wie man zusammen gut in der Zukunft leben kann, das besprechen wir nicht nur mit Expertinnen und Experten, sondern auch mit Praktikerinnen und Praktikern vor Ort. Wir sind hier in diesem wunderschönen Fleckchen Erde auf Schloss Blumenthal. Hier in Blumenthal gibt es Mehrgenerationenhäuser. Die Menschen leben, arbeiten und wohnen zusammen, betreuen ihre Kinder gemeinsam, haben Bioland, zertifizierte Landwirtschaft und sie arbeiten daran, dass alle hier in dieser Gemeinschaft teilhaben können. Der Platz hat sich einfach angeboten, weil er so schön war. Wir konnten schon damals sehen, obwohl es jetzt natürlich nicht in dem Zustand ist wie jetzt, dass man, was man hier draus machen kann. Ich sehe es so, dass es irgendwann lauter solche Inseln gibt, die sich gegenseitig unterstützen und befruchten und einfach ein Gegengewicht zu dem anderen Mainstream damit bilden. Was mich begeistert, ist vor allem der Kontakt zu den Leuten hier, der enge Kontakt, die Vielfalt an Meinungen und dass man einfach hier so viele Sachen machen kann und umsetzen kann und einfach sein Leben gestalten kann. Und was mir besonders gut gefällt, dass sie so eine offene Gemeinschaft sind. Man kann hier zu Besuch kommen, man kann hier in den Biergarten gehen, man kann sich austauschen und gemeinsam darüber auch diskutieren, wie das Leben und das Wohnen und das Arbeiten in der Zukunft aussehen kann.